Scharfrichter standen, so wie ein paar andere Berufsgruppen, so wie die Abdecker, Vasenmeister, außerhalb der Gesellschaft. Nach außen hin haben sie zwar versucht, ein, wie soll man sagen, konservatives Leben zu führen. Das heißt, sie waren normal verheiratet, sie hatten also die Kinder, wobei die Kinder wieder keinen Beruf lernen durften, weil sie eben nicht ehrlich, wie man das damals bezeichnet hat, waren. Und weil man natürlich, wenn man jetzt so will, auch Nachwuchs für dieses Amt gebraucht hat.